herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch etwas mitgebracht, was ich euch gerne beim Craften gezeigt hätte. Aber meine Kamera da oben hat echt Mist gemacht und ständig rein und raus fokussiert. Gudrun von Gudruns Happy Journals hat mir das auch schon mal gesagt. Das ist mir einmal bisher passiert. Ich habe immer schön drauf geachtet, aber diesmal ist es mir wieder passiert. Das heißt, ich habe euch jetzt schön eine halbe Stunde Filmmaterial gedreht und puff, ich werde es wegschmeißen können, weil die Kamera die ganze Zeit rein und raus fokussiert. Nun kann ich euch das fertige Ergebnis zeigen. Und zwar habe ich euch mitgebracht wieder mein Sprüche-Journal, was meine Freundin zum Geburtstag bekommen soll. Ich gucke ab und zu mal auf die Kamera, dass sie auch vernünftig fokussiert. Das tut sie. Ich habe jetzt die App gewechselt. So ein Kram mache ich nicht mehr mit. Ich kann den Autofokus nicht vernünftig einstellen, dass er so fokussiert, wie ihr es denn vernünftig sehen könnt, ohne dass es einen ungewollten Blur-Effekt hat. Ja, auf jeden Fall habe ich euch mitgebracht, das potenzielle Sprüche-Journal. Noch steht kein einziger Spruch drin. Ihr seht, es war mal die unvergessene Küche. Es ist schon ein bisschen bebastelt. Und ich möchte nämlich, oder mochte, habe ich nämlich gemacht, in das Innencover hinten diese Fold-Out-Magnetkarten reinmachen. So, jetzt kriegt man einen vernünftigen Standort hier, dass das vernünftig hält. Und es fokussiert immer noch anständig. Brave Kamera, feines Ding. Das, was ich hier gemacht habe, das werdet ihr auch bei Jutta von Funkelkram wiederfinden. Das heißt auch, also im Endeffekt hat sie das Tutorial gemacht. Ich habe es hier nachgebastelt, ich habe es einfach nur seitenverkehrt gemacht. Und natürlich meine eigene Note ein bisschen reingesetzt. Wenn ihr wissen wollt, wie es geht, ja, ich verlinke das Video von Jutta unter meinem Video. Einfach, ihr könnt nachschauen, das hat das super cool erklärt. Das funktioniert einwandfrei. Genauso habe ich es halt gemacht. So, jetzt stellt euch vor, ich habe es euch gezeigt, haha. Nein, ich habe mich hier für das Cosmos Infinity von Steve Perry entschieden. Mal wieder, wie immer oder ähnliches, kann man ja sagen, weil dieses ganze Journal hier wird sehr in diesem Stil sein und auch ich werde sehr, sehr viel von diesem Papier auch verwenden. Ja, und ich fand diese Seite einfach mit dem Wolf super schön. Die musste das Deckblatt von meinem Folder hier werden. So, blättern wir mal auf. Erste Seite. Ich habe in beide Foldouts hier Papier reingepackt. Und zwar hatte ich das Papier, was mir eigentlich zu klein ist dafür. Jetzt kommt das Aber. Ich habe das in verschiedene Abschnitte hier unterteilt. Könnt ihr das noch sehen? Ja, könnt ihr noch. Und zwar habe ich die Abschnitte mal nach oben oder nach unten gesetzt. Und so ist hier dieses Papier, dieser Papierwahnsinn entstanden. So, ich habe in dem obersten Teil habe ich 7 Seiten verwendet. Oder 7 Blätter verwendet, besser gesagt, die natürlich viel mehr Seiten ergeben. Hier ist eine Tasche, also hier wird dann nämlich nachher noch eine Karte drin wohnen dürfen. Ihr hört den satten Klack. Ja, okay, ihr hört ihn nicht, er ist so, doch jetzt, da, Klack. So, hier ist nämlich ein kleiner Magnet, ganz klein und unscheinbar, hält aber trotzdem wunderbar fein hier fest und hält die erste Papierladung zusammen. Und hier auf der zweiten Seite ist natürlich auch ein kleiner Magnet, der ist hier drin versteckt. Und auch hier findet ihr nochmal 5 Seiten zum Blättern, Sprüche draufschreiben und Co. Und auch hier wieder eine Tasche. So und ja, so wie Jutta das gezeigt hat, so in der Art habe ich das auch gemacht. Es hat total Spaß gemacht, es ging echt schnell. Und wäre meine Kamera nicht so ein Mistviech, hätte ich euch das natürlich auch gerne gezeigt, während ich crafte. Nun wird es ein, keine Ahnung, 5-Minuten-Video. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß, mir dabei zuzugucken, wie ich über meine Kamera fluche und euch einfach zeige, was ich hier gemacht habe. Beim nächsten Mal nehme ich die neue Kamera-App und dann werde ich euch auch mitnehmen, wenn ich wieder was crafte, was baue. Und ja, ich freue mich trotzdem, trotz der Kamera-Odyssee, ich freue mich trotzdem, dass ihr hier seid, dass ihr dieses kurze Video schaut. Ich freue mich über jeden Like, jedes Kommentar. Jeden Kommentar, ja. Deutsche Sprache ist heute auch schon aus. Ich sollte vielleicht lieber irgendwas machen ohne Sprechen. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall über eure Rückmeldung
Und vielleicht ist es euch ja auch schon mal passiert, dass eure Kamera euch gelinkt hat, ihr total viel gefilmt und gefreut und Geschichten erzählt und dann ist das Ganze essig geworden. Naja, da wäre ich auch mal sehr gespannt über tröstende Worte, falls euch das mal passiert ist. Ja, ansonsten sage ich mal, ich freue mich aufs nächste Video, was auf jeden Fall gelingt. Bis demnächst in diesem Kino.